Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Ich zeige euch im heutigen Techniksonntag eine Technik, die nennt sich Schwammtechnik. Und ich begrüße an unserem Techniksonntag auch ganz herzlich die Zuschauer und Interessenten vom Technik-Blockhop, bei dem ich hier mitmache. Ich zeige euch die Schwammtechnik. Hier habe ich schon ein Beispiel. Der Tag, an dem ich dieses Video aufnehme, ist ein Freitag. Und heute ist Teamtreffen und für das Teamtreffen habe ich kleine Tauschkärtchen vorbereitet. Das ist 4x3 Inch und auch hier haben wir die Schwammtechnik benutzt, denn das Thema dieser Tauschkärtchen ist Farbverlauf. Und ich mag die Karten sehr gerne und ich möchte euch einmal zeigen, heute, ich mache das Projekt, also die Schwammtechnik mit euch ja heute auch hier gleich live. Und ich möchte euch gerne zeigen, wofür so eine kleine Tauschkarte gut sein kann. Denn eigentlich ist sie ja eine Idee für eine große Karte. Eine Design-Idee. Und neben dieser grünlich gehalten Karte machen wir jetzt eben eine in diesen Gelbtönen. Ich lege das auch mal zur Seite und ich habe dafür schon ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen was zusammengeschnitten, aber wir benutzen jetzt als allererstes ja für die Technik erstmal ein Stück Cardstock. Die Karte wird ganz normal 14,5 x 10,5, so wie diese hier, und ihr kennt meine Lagen. Die oberste Lage ist eben 10x14 und wir benutzen dazu drei verschiedene Stempelfarben. Wir benutzen Safrangelb, wir benutzen Currygelb und wir benutzen Kürbisgelb. So, dann fangen wir auch mit der hellsten Farbe gleich einfach mal an. Gucken wir nochmal eben unsere Schwämmchen an hier. Und ich habe jetzt ganz einfach hier so ein bisschen drin rumgeditscht und habe jetzt außerhalb der Karte angefangen zu drehen und drehe einfach bis in die Karte rein und wische mit dem Schwamm die Farbe auf die Karte als Hintergrund. Das können wir hier mal mit der hellen Farbe machen. Ihr seht, das geht auch relativ zügig. So ungefähr ein Drittel. Es ist auch nicht schlimm, wenn das hinterher helle und dunkle Stellen hat. Wenn das hinterher alles eine Farbe wäre, hätten wir gleich Farbkarton nehmen können. Das lebt ja quasi davon, dass es eben nicht alles eine Farbe ist. So, die stellen wir schon mal zur Seite. Die brauchen wir gleich nochmal. Dann nehmen wir jetzt Currygelb als nächste Farbe. Auch hier wieder außen anfangen, sich ins Projekt reinarbeiten. Dann gucken wir, dass wir so ein bisschen Übergang hinkriegen, weil ja Currygelb ein bisschen kräftiger ist als das Safrangelb. Müssen wir ja auch ein bisschen mehr Farbe hier in das mittlere Drittel bekommen. So. Glaube ich ganz gut. Ihr müsst immer dran denken, es wird noch einen kleinen Tick heller, wenn die Farbe trocknet. So lassen wir erstmal so. Den machen wir auch zu, den brauche ich nicht mehr.
Und dann haben wir hier die dunkelste Farbe, Kürbisgelb. Und dann nehmen wir das letzte Drittel. So, dies habe ich jetzt einfach gedrittelt für den Hintergrund. In der grünlichen Karte, die ich ja vorhin gezeigt hatte, hier habe ich halt mich von innen nach außen gearbeitet. Das sind auch vier Farben, wobei ich entdeckt habe, Jade und Bermuda kann man nicht wirklich voneinander unterscheiden. Schon gar nicht, wenn man hinterher noch mit Wasserspritzern gearbeitet hat. Ich glaube, hier kann man das so ein ganz bisschen sehen, dass es so unterschiedliche Farben sind. Also es muss schon Lindgrün und Meeresgrün habe ich noch benutzt. Also es muss schon etwas extremer Farbunterschied sein. Ansonsten sieht man einfach auch nicht, dass mit unterschiedlichen Farben gearbeitet wurde, denn diese Wischtechnik bleibt ja insgesamt schon heller, als wenn ich stempeln würde. So, das ist der Hintergrund, den lassen wir ganz kurz trocknen. Und dann hatte ich ja auf meiner Karte, ihr seht schon, ne? So, ich hatte auf meiner Karte eine Zitrone, der will ich euch auch gerade nochmal zeigen, wie ich es gemacht habe. Den Tipp habe ich mir in einem Video bei Steffi Helmschrott abgeguckt. Das fand ich super interessant. Ich habe also hier einfach die hellere Farbe benutzt. Ach, guck mal, da ist sogar noch von unseren Dimensionals der Rest. Nun ja. Also, die hellere Farbe benutzt, so. Und dann habe ich mit meinem Fingerschwämmchen in die dunklere Farbe getupft und bin hier einfach außen so ein bisschen an der Zitrone lang gegangen und habe den Rand noch ein bisschen mit dem Fingerschwämmchen betupft. So. Und wenn man dann jetzt die Orange abstempelt, kriegt sie einfach einen Rand. Ich stempel sie dann immer zwei oder dreimal auf dem Papier ab, bevor ich wieder in die helle Farbe gehe, denn der Rand ist ja dunkel und wie ihr seht, das ist manchmal auch schon schief gegangen, denn mit den Fingerschwämmchen färbt ihr auch den äußeren Rand des Gummis ein, der eigentlich ja nicht eingefärbt werden soll, aber ich bin auch ehrlich gesagt zu faul, den sauber zu machen, bevor ich das abstempel. Also versuche ich einfach ein bisschen vorsichtig zu sein, wenn ich hier so drumherum gehe. Und gerade jetzt beim Abstempeln versuche ich eben nicht so viel zu wackeln, damit auch der Rand nicht aufs Papier kommt. So, so gehen dann halt bunte Zitronen. So, dann haben wir auch schon einen Großteil der Karte erledigt und vor allen Dingen ist die Technik schon erledigt. Schwammtechnik ist also auch eine wirklich sehr, sehr einfache, schnelle Technik. Wir brauchen jetzt noch einen Spruch. Ich habe natürlich denselben Spruch gewählt, der auf dem Swap ist, den ich heute Abend verteile. Den habe ich einfach hier so schön irgendwo aufs Papier gedrückt. So, und dann haben wir hier noch ein bisschen Deko. Die habe ich auch schon fertig gemacht. Ich habe nämlich hier schon zwei Zitronen, wie ihr seht. Muss man ein bisschen schieben hier, so. Zwei Zitronen habe ich schon vorgestanzt mit unserer Zitronenhandstanze. Die kriegen jetzt noch ein bisschen, ach so, nee. Da kommt noch ein Schritt vorweg. Wir nehmen Glue Dots.
Und zwar, damit ihr euch das, also hier habe ich hinter der Zitrone mit Glue-Dots die Blätter festgemacht, weil wenn ich sie kleben würde, würde man das ja sehen. Und so mache ich das also jetzt auch hier. Da ich aber noch nicht genau weiß, wo ich die Zitronen platzieren möchte, klebe ich die Glue-Dots mit den Blättern an die Zitrone dran. Dann kann ich sie hinterher immer noch positionieren. So. Und das zweite Blatt machen wir auch da dran. So. Und bei der anderen Zitrone machen wir das genauso. Na, frag mich nicht, ob das wirklich die richtigen Seiten sind. Ich weiß nicht, ob bei der dicken Seite einer Zitrone das Grüne herauskommt. Oder bei einer dünnen. Ich habe das einfach jetzt so gemacht. So, und ich würde jetzt hier einfach zwei Zitronen hinlegen. Und ich habe mir schon aus dem gleichen Stempelset Lemon Zest Zitronen, also die Zitronen ist aus Lemon Zest und auch die Zitronenscheibe ist da einmal gestempelt in Safrangelb und einmal in Kürbisgelb. Hab halt, die sind normalerweise ja eine volle Scheibe, habe sie einmal halbiert und einmal habe ich ein Drittel rausgenommen und würde die jetzt hier einfach so mit hinlegen, wie es denn so gerade hübsch passt. So vielleicht. Ja, das gefällt mir ganz gut. Ja, wenn der Kleber nicht funktioniert, nehmen wir einfach den nächsten. Wie gut, dass noch die Workshop-Kiste hier steht. So, dann machen wir eine Lemon hier hin. Ich habe jetzt einfach eine zweite Zitrone genommen, weil ich glaube, dass das mit einer Zitrone halt sehr leer aussehen würde. Und ich habe hier auch schon Dimensionals drunter geklebt. So. Die können wir hier hin tun. Dann kleben wir das Ganze noch schnell auf eine Karte. Hat ja auch mit der Technik an sich nichts mehr zu tun, ne? Die Technik war ja alles nur so 3 Sekunden. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schnelle Technik. Richtig, ich hatte das schon vorbereitet. Ich hatte das nämlich schon zusammengeklebt. Da ist jetzt ein Layer in Kürbisgelb drunter. Da kleben wir einfach die Karte noch oben drauf. Und dann können wir, wenn wir wollen, hier noch mal vielleicht solche. Die gibt es nicht mehr. Ihr erinnert euch, aber die können ja mal weg. Wobei, ich hatte mir noch andere mitgebracht. Genau. Die gibt es auch nicht mehr, aber auch an die erinnert ihr euch ja bestimmt noch. Die haben wir jetzt in anderen Farben. Aber ich finde einfach, das Gelb passt hier ganz gut, sodass wir also hier einfach mal, damit meine Seele auch zufrieden ist. Ich nehme tatsächlich auch zwei verschiedene Farben. So, und noch eine dunklere. Dann können wir sogar drei verschiedene Farben nehmen. So.
Jetzt würde ich, wenn ich sie verschicken würde, innen drin die andere Hälfte des Spruches noch einsetzen. Da diese Karte aber planmäßig nicht verschickt wird, sondern als Beispiel für unser Technikbuch dient, habe ich mir die zweite Hälfte dieses Spruches einfach gespart. Und ja, das ist unser Technikbuch. Das ist Schwammtechnik. Ich hoffe, sie gefällt euch. Jetzt könnt ihr auch nochmal vergleichen, was man aus so einer Idee dann einfach machen kann. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr noch mehr sehen möchtet von Techniksonntagen oder vom Stempelpalast, dann lasst mir gerne ein Abo da. Und ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Tschüss!